Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Do-It-Yourself-Channel. Mein Name ist Klaus. In Teil 2 zu meiner neuen Werkstatt werden wir heute die Wände streichen und natürlich das French Cleat System an die Wand montieren. Ich habe da schon mal einen Plan vorbereitet, wie das Ganze aussehen soll. Tada! Also das hier soll die Ansicht darstellen. Also die da. Und was wir jetzt zuerst machen, ist die Wand weiß streichen, ungefähr bis zur Hälfte. Diese Spitzen hier werden dann in einem Violettton gestrichen und zum Schluss, wenn das alles trocken ist, streichen wir dann das, also sozusagen als Finish, einen Grauton hier vorne drauf. Diese Balken hier stellen dann im Übrigen das French Cleat System dar und diese Kästen, das was da so dran gehängt wird. Und zum Streichen habe ich heute meine Freundin dabei. Hi! Auf los geht's los? Los! Und während meine Freundin da hinten die letzte Farbschicht an die Wand malt, werde ich einen Laser basteln, der einen Strich an die Wand projiziert. Denn sobald diese Farbschicht hier trocken ist, werden wir die violetten Spitzen an die Wand pinseln. Und dafür ist es nicht schlecht, ein Hilfsmittel zu haben. Um einen Laser in Form von einem Strich an die Wand zu projizieren, braucht man nicht gerade viel Zubehör. Man braucht einen Laser. Dieses Modul habe ich von einem alten Laserpointer ausgebaut. Ein Motor und dann natürlich den Ablenkspiegel. Ich werde dann das alles auf diese Holzplatte hier montieren. Der Motor wird dann hier eingebaut und der Laser strahlt dann an den Spiegel und wird dadurch abgelenkt und kann einen Strich an die Wand projizieren. Damit ich das Ganze an so ein Stativ, also Kamerastativ, montieren kann, benutze ich dann diese Adapterplatte von einer Actioncam. Wenn ich die ans Holz dran schraube, dann kann ich diese gesamte Vorrichtung ganz einfach an jedes Kamerastativ anmontieren.
Der Laser, den habe ich jetzt hier mal auf das Stativ aufgebaut. Der ist nicht schlecht, aber das seht ihr ja hier auch schon an den Flackern. Er ist nicht perfekt. Also das Ding schreit eindeutig nach einer V2. Nun gut, er erfüllt seinen Zweck und ja, ich benutze das Ding dann erstmal. Alle Spitzen, die man hier hinter diesem French Cleat System sieht, sind nun abgeklebt. Und da ich mal wieder das günstige Malerkrepier benutzt habe, streiche ich zuerst mit Weiß vor, damit Weiß diese Unebenheiten unter dem Malerkrepp erstmal unterläuft, gerade abschließt und erst dann, wenn das Weiß ein bisschen getrocknet ist, werde ich dann mit Farbe drüber streichen. Wenn ich dann das Malerkrepp abziehe, ergibt es eine schöne, saubere Linie. Diese Ecken habe ich jetzt zweimal gestrichen. Die Randschärfe ist bis auf ein paar Kleinigkeiten perfekt, aber das werde ich dann später noch korrigieren. Und jetzt geht es mit dem Finish, also mit diesen grauen Spitzen, bis zum Boden weiter. Thank you.
Der zweite Anstrich von der Farbe ist jetzt trocken. Und wir haben hier auch schon die Abkleber abgerissen. Und die Optik sieht einfach nur geil aus. Wie findet ihr diese Optik? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Seid ihr da genauso hin und weg wie ich jetzt gerade? Ha! Ha! Meine neue Werkstatt nimmt so langsam Gestalt an. Sorry noch immer wegen diesem Ton. Ich hoffe, wenn jetzt hier bald Möbel drin stehen, dann wird sich das Ganze bessern. Jo, wir haben hier noch nicht alles abgerissen an Abkleber. Und aufgeräumt werden muss hier sowieso mal. Das werde ich jetzt aber mal nach hinten verschieben, denn ich freue mich ganz besonders auf mein French Kit System. Und das besteht bei mir aus zwei Elementen. Element Nummer 1 wird hochkant an die Wand montiert, also ist dann eigentlich das Trägerbrett. Denn wenn ich die French Kit Leisten nur waagerecht an die Wand montiere, brauche ich viele Bohrungen nebeneinander. Und bei uns ist die Wand hier sehr bröselig. Also wenn ich da eine kleine Bohrung reinsetze, erhalte ich da meistens so ein Loch. Und ja, darum glaube ich, haben wir dann ein Stabilitätsproblem. Deshalb Trägerplatte an die Wand, die wird dann in Birke lackiert. Und das eigentliche French Kit System, also die Leisten, die werde ich dann in Teak lackieren. Und ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt mit den Trägerplatten gleich los. Session Nummer 1 ist dann damit beendet. Die Lüftungsbox sollte eigentlich auch in Birke gestrichen werden. Und da habe ich mich jetzt allerdings etwas verschätzt in der Menge, denn ich habe mir hier nur so einen kleinen Topf besorgt. Und der reicht einfach nicht aus. Der halbe Topf ist jetzt draufgegangen und ich habe hier noch nicht einmal den zweiten Durchgang geschafft. Deshalb habe ich mich kurzfristig entschieden, diesen Topf hier anzubrauchen. Das ist Teak. Diesen habe ich mir eigentlich geholt für das French Kit System, also für die Leisten, die hier auf die Halterungsbretter drauf montiert werden. Ich bin aber ziemlich froh, dass ich mich jetzt bei der Birke verschätzt habe, denn jetzt sehe ich erst, was für ein Farbton da wirklich rauskommt. Nun ja, also diese Farbe kommt mir auf gar keinen Fall auf das French Kit System. Aber nun gut, für die Abluftbox ist das vollkommen in Ordnung. Ich werde mir jetzt morgen erstmal Maragoni besorgen. Das ist ja auch ein eher dunkler Ton, also so ähnlich, nur mit einem rötlichen Stich drin. Und ich denke, dass das in Verbindung mit der Birke hier sehr schön aussehen kann. Jo, dann werde ich mir morgen erstmal die Farbe besorgen und dann geht's in die nächste Runde.
Das French Street System hängt an der Wand und es sieht geil aus. Ich freue mich besonders, wenn diese Werkstatt dann hier richtig eingerichtet wird, beziehungsweise wenn ich in den nächsten Wochen dazu komme. Ich weiß, eingehend habe ich gesagt, na, so 3 Wochen rum, aber ich korrigiere mich mal auf 3 Monate ungefähr. Jo, was wir jetzt hier gemacht haben, ist das French Street System erstmal im Rohzustand, also nicht lackiert, an die Wand anzupassen. Hier ist ja so ziemlich alles krumm und schief, deshalb mussten wir hier was absägen, da was anpassen. Und ihr seht ja, ein paar Schnitte müssen wir tatsächlich noch machen. Und danach montiere ich das gesamte System dann wieder ab und werde es mit diesem Parkett PU-Lack in Mahagoni lackieren. Ich habe mir gleich mal hier so einen großen Topf geholt, denn die ganzen Schubladen und Möbel, die ich hier noch in diesem Raum bauen werde, die werden dann in der gleichen Farbe lackiert, damit das alles ein bisschen einheitlich ist. Jo, dann würde ich sagen, beende ich mal das Video an dieser Stelle. Im nächsten Teil fangen wir dann auch schon an, hier ein paar Möbel aufzubauen. Noch nicht alle. Das Möbelstück, was hier an dieser Stelle steht, Werkbank, also die große Werkbank mit den vielen Schubladen drunter, das werde ich dann übrig lassen bis zum Schluss. Die Bohrmaschinen und Schleifböcke, die hier oben drauf stehen, produzieren ja Staub. Und diesen Staub will ich absaugen und die Absauganlage wollte ich hier oben montieren, beziehungsweise das Rohr davon. Und dann hier die Schläuche runterleiten. Aber da habe ich mir gedacht, mein French Street System verbaue ich mir ja dadurch. Also muss ich ein bisschen umplanen. Und diese Werkbank hier werde ich dann so planen, dass die Luftabsaugung aus der Werkbank herauskommt. Und ja, wie ich das ganz genau mache, das muss ich mir dann noch überlegen. Aber zuerst einmal werde ich das French Street System streichen. Und sobald hier alle Tische drin sind, dann auch schon mit Werkzeug bestücken. Ich freue mich schon besonders drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefällt oder das Projekt, dann würde ich mich über Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Und schreibt was Nettes in die Kommentare. Wie gefällt euch dieses Projekt? Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und habt eine schöne Zeit.